Herren, herzlich willkommen in der WKO hier in Freistadt. Und jetzt frage ich den Robert einmal ganz einfach, warum wird es die Jänner-Rallye wieder geben? Was waren die Beweggründe? Bitte. Die Beweggründe waren, der Bernhard Janis zu mir gekommen, der früher sehr viel aktiv dabei war bei der Jänner-Rallye und hat mir gesagt, der Club ist am Auflösen. Wir müssen einen Vorschlag machen mit einem neuen Vorstand und wenn du möchtest, dann darf man die als Obmann vorschlagen. Das war jetzt natürlich für mich, habe ich gesagt, muss jetzt einen Tag nachdenken. Habe mir am nächsten Tag angerufen, in Bernhard und Petra, und habe gesagt, ja, ich mache es. Ich mache den Obmann mit einer Crew und haben das dem Vorstand vorgeschlagen und der ist dann geschlossen zurückgetreten und hat das, die Aufgabe mir übergeben. Es sind natürlich sehr ruhmreiche Aufgaben, die ich da habe und vollziehen möchte, weil die Jänner-Rallye, wie der Herr Holenia gesagt hat, das ist eine Ausnahmerallye. Die Rallye kennt jeder in ganz Europa. Der hat einen Ruf, ein Image und wir versuchen jetzt natürlich, die Rallye wieder auf das Level zu bringen. Das heißt, wir starten mit einem ÖAM-Lauf. ERC wäre uns sowieso eine Nummer zu groß, sage ich mal. Back to the Roots haben wir gesagt. Wir machen das für die Local Heroes. Wir freuen uns für die, was am Anfang zum Rallye fahren, dass wir einen Nachwuchs haben und die Möglichkeit wollen wir ihnen bieten. Da hat er die beste Möglichkeit, gleich mal zum Üben, da kann er gleich zwei Tage Rallye fahren, im Mühlviertel, sage ich, bei der Jänner-Rallye. Die Frage natürlich, ich weiß nicht, habt ihr schon reingeschaut in den Bauernkalender, wie schaut es denn aus? Der täuscht sich genauso wie ich mit täuschen kann, sage ich mal, der Bauernkalender. Wir haben mal Spaß, jetzt habe ich gesagt, wir haben 484 Schneckennamen schon bestellt, dass wir das Mühlviertel dann weiß machen können. Das war halt einfach so ein ironischer Satz, aber das ist irgendwie prägend gewesen, sage ich mal. Weil ich es angesprochen habe, die Prägartenprüfung haben wir nicht, weil wir mit den Prägartnern nicht können oder nicht versucht haben zu können, sondern weil die am weitest unterst gelegene Prüfung ist. Und ich kenne das selber der Position als Rallyefahrer, wenn man jetzt drei Prüfungen im Gang fährt und mit den Spikeräder aus dem Service rausfährt und man fährt dann eine ganze Prüfung auf nahezu trockenen Asphalt, das nimmt die Rallen her, das nimmt die Spikeralen her. Und macht dann nicht recht viel Spaß, sag ich mal, abgesehen davon, dass wesentlich mehr Schäden auf der Fahrbahn entstehen können. Jetzt ist natürlich unser Beweggrund gewesen, dass wir gesagt haben, machen wir Prägart nicht und starten Liebenau, wie es halt in der Vergangenheit war, wo es halt da immer, wenn es einen Schnee gibt, dass es dort halt dann Schnee als letztes noch gibt dann. Ne? Das kostet ja ein bisschen was. Eine General in der Größenordnung, wie sie 2015 durchgeführt wurde, kostet ja sehr, sehr, sehr viel Geld. Jetzt die Frage an dich, Robert. Wie finanziert ihr jetzt einen, in dem Fall, österreichischen Meisterschaftslauf? Es gibt einen Sponsor, einen großen, der finden als Namensgeber einen guten alten Verein von mir vorstellen und eine Riesenfirma, was dahinter steht. Das ist die Firma Leeds aus Anstetten, die was eine riesen Motorsport-Vergangenheit haben, haben mir 20 Jahre unterstützt. Und der Henning und der Christian und auch der Peterlitz, die haben sich da auf die Füße gestellt und werden der Namensgeber der Generale. Wie wird der Name dann heißen? Es wird so sein, dass das die internationale Leeds-Sport-Generale wird. Und vor allem auch, sage ich mal, die Zuschauerzahlen, was wir haben bei der Generale, das ist in Österreich einzigartig. Das ist, glaube ich, die größte Sportveranstaltung nach dem Formel 1 MotoGP. Ist dann die Jänner-Rallye die größte Sportveranstaltung mit den Zuschauerzahlen über die drei Tage. Wir fahren 8 Sonderprüfungen, die werden zweimal befahren, das heißt eine Gesamtlänge von rund 210 SB-Kilometer. Ich kann es noch nicht einmal genau sagen, ob es jetzt 210 oder 212 sind, was nicht unbedingt für Begeisterung bei allen Fahrern sorgt, weil natürlich die Kosten für ein Top-Fahrzeug schon enorm hoch sind. Man kann es eh nicht alle recht machen, aber ich sage man kauft sich einmal Schneeraum, baut einmal das Auto um auf Schnee und kann zwei Tage fahren und einen Shakedown. Und dann hat man eigentlich für einmal Startgeldzahlen im Prinzip den Umfang von fast zwei Rallyes. Und das ist natürlich nach ÖAM, wenn es am ersten Tag einen Wasser schmeißt, der hat die Möglichkeit am zweiten Tag einen Restart zu machen. Und wenn er anfängt zum Rallye fahren, dann kann er uns am zweiten Tag sagen, ob er es besser kann, schon wie beim ersten Tag. Und
Es ist, wir haben einige Prüfungen gedreht in der Abfolge, aber im Großen und Ganzen sind die Prüfungen gleich geblieben bis auf die Liebenau-Prüfung. Die habe ich aus Umweltschutzgründen geändert. Und da hat es in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegeben. Und um diesen Unstimmigkeiten aus dem Weg zu gehen, habe ich die Streckenführung geändert. Sie ist kürzer geworden, ist aber nichtsdestotrotz genauso knackig, sagt mir die SP. Die Entscheidung, wie gefahren wird, nach welchem Wertungssystem gefahren wird, ist zurückgestellt worden von der AMF, weil es zwei verschiedene Lager gegeben hat. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Die beiden Lager sollen sich am 28. November vereinen und am 29. November soll es dann ein Papier geben, wo alles geklärt ist. Das nur vorweg, und deswegen haben die sogenannten, unsere großen Matadore, gemeint, dass diese Rallye zu lange ist, zu viele Kilometer hat, aber ich finde es toll, wenn die Gemeinden dem Robert Zitter sagen, wir wollen dabei sein, wir wollen fahren, dann war es ja ein Wahnsinn, wenn man die Gemeinden, die ja sehr wesentlich dazu beitragen, auch durch Feuerwehren und was weiß ich allen, dass man die also ausschließt. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen, für die Region Mühlviertel, das ist ganz, ganz wichtig, Sie haben schon angedeutet, da hängt so viel dran, dann mit Nächtigungen etc. etc. Wir wollten bewusst den Charakter der Jännerrallye nicht verändern, weil die Jännerrallye in der Vergangenheit, die hat 250, 260 Sonderprüfungskilometer gehabt und wir sind ein bisschen kürzer geworden und haben einfach das bewusst gemacht, dass wir nicht den Charakter der Rallye verändern und eben das Zusammenspiel mit den Gemeinden auch sehr wichtig ist für uns. Das Rallye-Zentrum befindet sich in Freistadt, Messehalle, wie in den vergangenen Jahren. Wir versuchen, dass wir das in dem Stil wieder zusammenbringen und es wird auch so gemacht, dass wir das Regrouping wieder über die Bühne machen, was immer ein Highlight bedeutet, weil aktive Interviews geführt werden können auf der Bühne, die Fahrer sich präsentieren können vor den Zuschauern, die in der Messehalle drinnen sind. Sehr werbewirksam ist das Ganze. Und was mir am irrsinnig freut, ist der Zusammenschluss wieder MSC Schengerfelden und Rally Club Perg, die uns Unterstützung zugesagt haben. Es sind Aufgaben verteilt worden an den Clubs, Befreundeten, auch der MSC Kronast ist dabei, MS Strich. Das sind Motorsportclubs, die haben sich bereit erklärt, uns zu unterstützen beim Streckenaufbau. Die ganze Rallye können wir vergessen, wenn es keine behördliche Genehmigung gibt. Wie schaut es denn da aus? Das sind eifrige Verhandlungen, aber wir kommen zum Ende. Wir haben, das sage ich mal, wir sind schon weit über den Berg drüber. Es fehlt noch, es hat einen Bescheid, habe ich ja bringen müssen mit dem Verkehrsverbund über Verlegung von Bushaltestellen, Einstellen von Buslinien, weil wir auf Bezirksstraßen fahren. Das bin da, war sehr kooperativ, war in Linz im Büro. Es gibt kein Handbuch, wie man eine Rallye einreicht, wo man sagt, das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt. Ich habe das erst erfahren müssen, was in welcher Folge geschehen hat und habe daraus gelernt. Wir werden für 2019 geht das dann ziemlich zackig, sage ich mal, wenn wir das im Weitblick schon haben. Ziemlicher Knackpunkt ist natürlich immer das Reifenreglement. Da gibt es wahrscheinlich dann 2018 Änderungen, aber wir werden das Reifenreglement fahren von 2015, das heißt Monte-Spike-Reglement, das heißt 12 Spikes auf 100 mm Lauffläche, egal ob breit oder schmal. Wenn der Reifen breit ist, man spricht von einem 18 Zoll Rad, dann ist in der Mitte 47 mm Streifen, der spikefrei sein muss. Und aber auch die Spike-Anzahl von 12 Spike darf niemals auf dem Umfang jemals 12 Stück überschreiten, auf 100 mm. Für die ER5-Fahrzeuge ist das ein ziemlicher Punkt auch mit den Felgen. Die sind auf 15 Zoll homologiert, die dürfen natürlich auf 15 Zoll fahren, nach dem, was das Fahrzeug homologiert ist. Und für andere Fahrzeuge, von 16 Zoll Felgen haben, die sind natürlich von uns auch freigegeben. Das heißt 15, 16 Zoll bis 18 Zoll, nur es geht um die Spike-Anzahl, 12 Stück auf 100 mm Lauffläche. Und der Überstand darf nicht mehr als 2 mm sein beim neuen Reifen.
Also Johannes Käferbeck, vielleicht kannst du uns ein bisschen was sagen zu der Jännerei. Du hast ja viel Vergangenheit auch dabei. Ja, also danke mal für die Einladung, die war natürlich sehr angenehm. Ich habe es auch schon zum Mario gesagt, gut ab vor die vom Komitee und danke, dass ihr das macht, da haben wir auch eine Jule Spielwirt oder hin, also ist eine riesen Verantwortung, die sich da aufgehoben habt, sogar spitzmäßig, dass ihr das macht, dass die General in der Stadt findet. Die letzten zwei Jahre haben wir in Jena nicht gewusst, wo wir waren, wir haben ganz gewusst, das hat was gefällt. Und jetzt ist wieder soweit, wir sind selber das erste Mal 2005, 2006 bei der Generale gestartet. Und ich finde halt die Idee, die sich da umsetzt, wieder zurück zu den Wurzeln eigentlich, wie es war, finde ich spitzenmäßig und kann ich nur beipflichten, weil wenn ich da zurückdenke, da waren wir 20, 25 Auto rund aus dem Mühlviertel, sage ich jetzt mal, rund Oberösterreich eigentlich. Ja. Wenn das wieder passiert, ist das eine super Sache und fördert sicher den Sport und es ist bei uns ja auch einiges passiert. Wir haben auch Höhen und Tiefen erlebt mit der Innerwalle, es ist immer gleich, aber es war immer die Veranstaltung, auf die wir eigentlich gehofft haben, dass sie stattfindet und auch da danke nehmen, dass sie ist. Und wir werden auch versuchen, natürlich, dass wir auch umschlagen. Das wollte ich jetzt gerade nachfragen. Ich versuche. Also, entscheidend. Danke, Johannes Käferbeck. Ein Urgestein aus der Gegend hier. Ernst Haneda, ich sehe nicht, wo er ist. Wo, da hinten ist er. Ernst, du musst ja eine halbe Stunde reden können. Dann? Ja, ich mache es besser, ich mache es sehr kurz. Ich kann mich sehr dem anschließen, was der Johannes gesagt hat. Eine Gratulation, dass ich auch wieder so weit bin. Sehr erfreulich ist, dass die Charakteristik erhalten bleibt, dass eben, wie Sie erwähnt, die Länge erhalten bleibt, die jetzt immer und vor allem auch, dass wir nachgefahren sind. Das ist auch, glaube ich, Spezielles, was die Generalin ausgezeichnet hat. Was soll ich sonst vieles dazu sagen? Es ist aus wirtschaftlicher Sicht von der Bäckerei natürlich so ein Kleinbetrieb schon erkenntlich, was das für die Region bringt. Das bei uns ist, wir einfach sind andere Zahlen, was wir produzieren an diesem Wochenende. Es ist für einen Nachwuchs eine Riesensache. Ich weiß nicht, wie ich 1997 im Radsport angefangen habe, war ich in diesem heiligen Brunnen aus Berg der einzige Mühltür, der heilig gefallen ist. Nach Beginn der Generelle sind immer mehr Teams aus dem Mühltür gekommen, also man sieht, was ist eine Veranstaltung in der Region bewegt. Und ja, ich zeige Ihnen nicht so viel drauf von meiner Seite. Und habe ich irgendwas versagt? Ja, wir basteln an. Eigentlich bin ich ja in Ruhestand. Schauen wir mal, es ist je näher die Jännerei jetzt rückt, desto nervöser werde ich. Wird es eine eigene Bäckerei geben, wieder von der Jännerei? Irgendwas Spezielles? Ein Kipferl, ein Kropfen? Ja, da muss ich mir sicher wieder irgendwas einfallen. Ich weiß nicht, ob ich den mal wieder vorher einladen in ein paar Stunden. Aber irgendwas, ja. Voriges Jahr sind wir zum Termin der Jännerei sind wir fortgegangen. Das ist schon leider und der Mario. So, jetzt kommen wir wieder zu einem, der in letzter Zeit sehr stark in den Vordergrund getreten ist mit tollen Fahrzeugen. Martin Fischerlehner, auch nicht nur große Radfahrkarriere, sondern natürlich jetzt im Auto auch schon ein Profi, kann man sagen. Wie schaut es bei dir in der Vergangenheit aus und vielleicht auch die kleine Zusatzfrage, ob man dich aktiv sieht? Ja, aktiv auf jeden Fall. Ah, na bravo, mit, applaus. Mit was auch immer. Bravo. Aber ja, zur Generale selber, das ist ja für uns eine Geschichte aus der Natur, der Stessen, Lady Potter und irgendwo reist nochmal an. Da kaufst du gerade raus, eigentlich was dafür, wenn 10 im Blut hast, dass der auch mit wird. Unser großes Vorbild war ja immer eigentlich der Ernst, weil der war eigentlich regional immer der Radfahrer, muss man schon sagen. Und da sind halt in der Zeit dann sehr viel gekommen. Und für uns war das ist die 13. Generale. Das ist der Glückszahl, muss man sagen. Hut ab natürlich auch vom Veranstaltungsteam, weil man hat eine riesen Verantwortung, den Namen Generale da der Öffentlichkeit zu vertreten. Aber ich bin da sicher guter Dinge und ich hoffe, dass das natürlich so eine Geschichte wird. Gut, danke. Den Hannes Grundlinger habe ich bei dir vergessen. Ne? Wo ist er? Da ist er.
Hast du auch Erinnerungen aus der Vergangenheit? Ja, natürlich. Ich meine, ich bin 2013 mein erster Jena-Rallye gefahren, trotzdem bei St. Johannes. Ich bin mit dem Besitz im Boot, Premium-Auto sozusagen. Ich bin natürlich auch happy, dass ich endlich wieder muss, die Jena-Rallye. Und auch nur ein großes Dankeschön an die ganzen Verantwortlichen, die wirklich einen super Job leisten, da in so große Fußstapfen zu treten. Und ich hoffe trotzdem, dass wir vorher auch einen gewissen Beitrag leisten können, dass das wieder Erfolg wird, dass es 2019 dann wieder weitergeht. Ja, das Gleiche frage ich jetzt auch den Mario Klopf, der ist auch bei uns. Was, Adolf? Ja. Erinnerungen, Remember, Ausblick. Wir haben ganz großartig, dass Robert Zitter im letzten Jahrzehnt die Jena-Rallye wieder hochheben lässt. Erinnerungen an die Jena-Rallye habe ich seit kleiner Bub, ich bin kleiner Bub schon immer und jetzt am Trainieren angefangen dann, voll bis auf die Nacht, in der Strecke sitzen, im Tiefschnee, aber klar, dass irgendwann einer daherkommt und schmeißt uns auf den Fankarten lassen. Ich weiß noch ganz genau, wo der Wittmann mit dem Wartbus das erste Mal gesehen hat, wo ich da gestanden bin. Und natürlich war ich da verglaubt, der Kämpfer von der Jena-Rallye, und wie die Jena-Rallye wieder neu entstanden ist, war der Traum so groß, ich muss immer selber fahren. Da haben wir da alles gut gekauft, da haben wir aufgebaut und mittlerweile sind wir schon 7 Jahre dabei gewesen. Und ja, ich hätte mir nie kommen lassen, dass wir so erfolgreich sind mit dem alten Auto. Und herrlich, dass es wieder ist. Besonders freut es mich, dass meine Gemeinde wieder dabei ist. Die Gemeinde Bierbach, die was eigentlich für mich natürlich die sensationellste Strecke hat, die Jena-Rallye. Und das ist für mich ein ganz besonderes Erlebnis, den Hüften die Agaba fahren, die ganzen Bierbacher stehen da und ja, tragen fast durch. Das ist natürlich herrlich zum Anschauen. Und ich kann es noch nicht sagen, weil ich dabei bin. Jetzt sind wir, glaube ich, noch 7 Wochen bis zum Start vom Jahr, wo ich das Leck daheim. Es ist nicht lackiert, das geht lackiert am Zahnbau, aber ja, schauen wir, was ist. Auch, ja. Ja, ich kann nämlich viel nachfragen, das ist was. Da hilft man auch. Aber natürlich geht leichter was zu erlauben. Natürlich kommt es auch erlauben, ein Spritzpop zu erlauben. Ja, den schauen wir schon zusammen. Also, haben wir jetzt nicht bei Mario Bratzl. So ist es gedacht. Da hinten ist er, ja. Bitte. Ja, ich bin natürlich auch beim Veranstalter, die mich herzlich bedanken, dass sie wieder ja, so viel Lob dann, das ist auch nicht, so viel Lob, bitte. Lob nein, nein, so, wirklich, loben ist erst was soll sagen. Also es ist ja auch kein Flugverdeck, das Veranstaltung zu organisieren. Also wir sind jetzt 6 Mal dabei gewesen, werden ab 2018 wieder starten. Hoffen wir dieselben Vorbedingungen oder Erwitterungsverhältnisse wie 2015, das war richtig super zum Fahren, also mit Schnee und Eis, wie es da war. Ja, und ich freue mich schon recht drauf. Super. Nicht mehr so lange hin. Wunderbar. Gut, eine Meinung ist natürlich, die zählt natürlich doppelt und dreifach. Helmut, Checker, Doktor, Gemeindearzt, alles in einer Person, Teamchef, legendärer Mann der Jena-Rallye. Sag uns ein bisschen was zur Jena-Rallye und zu dieser Konstellation. Ja, ich finde die Konstellation super, dass sie da wer gefunden hat, der die Schneid hat und die Verantwortung übernimmt, weil das ist ja halt nicht mehr so einfach bei den Veranstaltungen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mein Erste gefahren bin in Hirtler Gernot 1973 in Königswiesen. Ja. Da hat es ja damals noch gegen national, international und den ganzen Klamauk. Und das war im 73er Jahr. Das ist natürlich ein Eichtlaus. Ja. Aber für die Region ist es ein irrsinniger Gewinn. Ja, und man hört es auch alle Lokale, die sagen, na super, endlich wieder mal. Ist eher tote Zeit. Ja. Und ich kann euch nur wünschen, früher zurück, macht es gut, alles Gute. Sonst bedanke ich mich für das. Für den Auftakt dieser Jena-Rallye 2018, die hier kommen. Recht herzlichen Dank. Es sind sehr viele prominente Leute gekommen, Journalisten, die hier sind. Vielen Dank. Und wir werden Sie weiterhin auf dem Laufe begleiten. Dankeschön. Robert, wie kommst du jetzt zu der Jena-Rallye, sag jetzt einmal. Ist das so an dich herangetragen worden, dass du gesagt hast, das muss ich unbedingt machen, oder ist der Lord darum, dass es jetzt nicht mehr gewesen ist? Nein, man muss da ein bisschen zurückgreifen. Das war
im 16er Jahr, Sommer, ist der Bernhard Jan und die Petra gekommen. Zu mir in die Firma, haben mich angerufen und gesagt, wo bist du? Sag ich, ja, in der Firma. Ich sag, wir stehen ja nicht davor. Dann sind sie reingekommen und das war recht toll. Und hat gesagt, der Vorstand tritt zurück und wir haben eine Idee. Wir möchten ein Team gründen zur Erhaltung der Generale und brauchen da einen Obmann, Obmann-Stellvertreter, Kassier. Ist das eine Idee für die Position als Obmann? Ich habe gesagt, Bernhard, muss ich jetzt ein bisschen nachdenken, gib mir einen Tag Zeit. Und ich habe es dann angerufen, Bernhard und Petra. Ich sage, ja, ich mache es. Und das war eigentlich der erste Gedanke. Und ab da haben wir dann Sitzungen gehabt und ist schon dahin gegangen. Und es ist natürlich, alles zu durchorganisieren, ist natürlich ein Riesenaufwand. Aber ich bereue keine Minuten nicht. Ich freue mich über das positive Feedback aus der Region, von den Gemeinden. Das gibt dann so viel Kraft, also das ist unbeschreiblich. Also das wiegt deinen Stundeneinsatz, was du vorher schon angedeutet hast, mehr als wir auf, oder? Das ist nicht zum Aufwiegen, sag ich mal, weil das habe ich gern gemacht, das mache ich einfach so, weil mit Begeisterung, das ist, wie wenn einer Bergsteigen geht und einen 8000er bezwungen hat und sich schon wieder Gedanken macht, welchen 8000er bezwingen als nächstes. Das ist der Zeitfaktor irrelevant. Es geht ums Ergebnis. Wir versuchen natürlich mit aller Kraft, dass der General ein positives, gutes Eindruck hinterlässt und dass wir es in der Zukunft auch weiter durchführen können. Das wird natürlich eine starke Frage der Wirtschaftlichkeit dieser Generelle sein, nehme ich an. Und da geht es ja bei Veranstaltungen auch immer ums Geld. Wie schaut es da aus oder von was redet man da überhaupt? In welcher Dimension bewegt sich so eine Generale, wie es jetzt für 2018 geplant ist? Also budgetmäßig, sage ich mal, wenn man alles mitrechnet, sind in etwa 300.000 Euro, was das Budget von der Rallye ist, was an Zeitnehmung alles, Notärzte, was alles Geld kostet, Unterbringung etc., Sachverständige, Sportkommissäre etc. Aber ich sage einmal, die Umwegrentabilität, da hat es Rechnungen gegeben für die Region, das waren 4,2 Millionen Euro, was bei einer Veranstaltung in der Region bleibt. Und das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, was da eigentlich umgesetzt wird, was da passiert. Das ist gewaltig. Also die Umwegrentabilitäten sind ja auch gern zitiert, aber als Veranstalter hat man wenig von der Umwegrentabilität, nicht? Weil ich sage jetzt einmal, du musst ja das klar finanzieren und ich glaube nicht, dass da alle recht viel Geld dazu geben, oder? Wir haben, wie gesagt, einen sehr guten Sponsor, einen Namensgeber der Sponsor, das ist Litz, Sport Litz. Und das ist ein sehr wichtiger und ein Medienpartner, die dazu helfen. Und große und kleinere Sponsoren, die Einschaltungen machen, uns finanziell unterstützen. Und das ist natürlich, sage ich mal, ohne die Unterstützung ging es gar nicht. Es ist, und sage ich mal, alles, was dann über die Medien publiziert wird und das Publikum erreicht, die dann zu uns kommen und bereit sind, einen Eintritt zu zahlen für die Rallye. Da sind wir jetzt auch mit den Eintrittspreisen runtergegangen, weil wir einfach gesagt haben, back to the roots. Wir wollen, wenn einer ein Tagesticket hat, der kann reingehen in die Servicezone, der kann die Messehalle besuchen, da wird nicht separat nochmal abkassiert. Es gibt ein Package für das ganze Wochenende, inklusive Shakedown mit Programmheft um 25 Euro. Und ich sage, das ist realisierbar und leistbar für drei Tagesveranstaltungen, weil wenn ich, weiß nicht, zu einem Fußballturnier fahre oder mit Black Wings anschaue in der Eishalle, kostet das auch einen Eintritt. Und das bin ich auch bereit zum Zahlen. Mhm. Weil das brauchen auch die Kohle, das ist ja so. Das ist ganz klar. Ja. Jetzt noch abschließend, was ist für dich dann das Wichtigste? Du fährst und bist Veranstalter, jetzt bist du natürlich irgendwo hin und her gerissen. Nein, das ist nicht ganz richtig. Veranstalter ist die Turn- und Sportunion Rallye Club Mühlviertel, ist der Veranstalter, ich bin Organisator und fahre mit, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man aktiv im Rallye fährt, da sind die Sinne dermaßen geschärft und wach. Ich sehe im Augenwinkel siehst du Sachen, nimmst wahr, ob die Absperrungen korrekt sind, ob das der Strohballen dort noch steht, ob da der Leute gefährlich stehen. Das kriegst du mit und dann mache ich sofort eine Meldung an die Rennleitung, die natürlich wiederum dann den SP-Leiter informiert und die tut wieder die Funk, dass das dann entsprechend die Marshalls, dass die agieren können. Also das geht dann ganz schnell. Okay. Das muss nicht erst was passieren, sondern wir dann im Vorfeld, ich fahre wirklich als Kontrollorgan mit, sage ich, dass man natürlich Spaß macht, das Rallyfahren, das ist mir da, glaube ich, aufgeschrieben oder sowas. Das ist ein Virus, ich habe einmal ein paar Jahre ausgesetzt, dann bin ich zuschauen gegangen zu einer Rallye und wenn du dann zuschaust, dann denkst du, da fängst du zum Kribbeln an, denkst du,
dann geht's schon los, dann schaust du noch ein Auto, dann passt wieder nach und dann bist du schön im Raum drin und das ist auch so. Okay. Komplett vom Virus befallen, kann man das so sagen? Total, einmal habe ich mich geschnitten, dass ein 100 Oktan Sprit rausgekommen hat. Das war ja Wahnsinn. Okay. Wir von WeRace TV wünschen natürlich viel Erfolg, viel Spaß und dass die Generale wieder in alte Traditionen, was die Popularität betrifft, geht. Ja. Bedanke mich ebenfalls für das Medieninteresse und sogar herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, Robert. Super.